Servus, Grüezi und Hallo, liebe Dampfmaschinenfreunde. Ja, heute darf ich euch vorstellen die 4113-6 oder auch bekannter unter dem Namen Donkey Engine von Märklin. Und Donkey, das ist normalerweise der Kamerad hier, nämlich ein Esel. Und was es mit der Maschine auf sich hat und warum, und warum die nach dem Lastentier benannt ist, das erkläre ich euch heute. Ja, warum heißt diese Maschine auch Donkey Engine oder die Bauweise dieser Maschinen? Erstmal, was typisch ist für diese Maschinen, sie hat keinen Zylinder an der Rückseite, sondern sie hat einen nebenliegenden Zylinder, der leicht schräg steht. Und naja, eine Theorie könnte natürlich sein, dass sie nach hinten austritt, um das Schwungrad zu bedienen. Und wer so einen Kamerad mal erlebt hat, der kann das nämlich auch sehr, sehr gut und kraftvoll. Ja, aber der wahrscheinlich wahre Grund, warum diese Maschinen auch Volksmund Donkey Engine genannt werden, liegt wahrscheinlich darin, dass, wie ihr hier seht, diese Tiere bekannt dafür sind, dass sie einiges an Lasten von A nach B transportieren können. Und die Bauweise dieser Maschine ist nicht der Fantasie entsprungen, sondern das ist die Nachbildung der Originalbauweise dieser Maschinen. Und zwar kamen diese Maschinen ganz speziell zum Einsatz in zum Beispiel Kränen oder auf dem Feld in der Forstarbeit bei Rückarbeiten. Hier hinten dran wurde dann verschiedene Spindeln angebracht, welche eben die Zugseile beinhalten, und dann konnte eben der Kran oder ja die Winde genutzt werden bei dieser Donkey Engine, um die schweren Lasten von A nach B oder in die Höhe zu bekommen. Das Ganze zeige ich euch mal in einem Video, wie sowas im Originalen aussah und warum ich so begeistert bin von dieser kleinen Maschine. Ja, wenn man dann sieht, wie diese Maschine im Original aussieht, hier in einem kleinen Videoclip zur Veranschaulichung, dann ist klar, warum diese Maschine auch den Beinamen Lastentier oder eben Donkey Engine trägt. Ja, wir haben hier die Miniaturversion auf dem Tisch stehen. Das macht es auch wesentlich einfacher, euch gerade das Ganze vorzustellen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe hierzu mal den Schiffmann-Katalog durchsucht. Und tatsächlich ist sie ja abgebildet, die 4113-6. Die gab es auch noch in der 7er-Variante. Gebaut wurde das Ganze von 1929 bis 34, beziehungsweise die 7er-Variante von 29 bis 36. Aber wer aufgepasst hat, hat festgestellt, in dieser Abbildung handelt es sich um ein Vollmaterialschwungrad. Und wir sehen hier auch eine kleine Getriebe-Zahnrad-Übersetzung. Und wenn wir jetzt mal hier rüber schauen, dann sehen wir hier ein Speichenrad und es fehlen diese Zahnräder. Ja, ist es denn jetzt eine Bastelmaschine? Nein, ist sie nicht, denn das, meine lieben Freunde, ist wirklich eine Sensation. Denn diese Maschine wurde von Märklin bereits 1930 für Gamage in London gebaut. Und zwar mit diesem Speichenschwungrad. Und das ist wirklich super selten und eine absolute Sensation, solch ein Stück hier heute auf dem Tisch stehen zu haben. Gamage, was das denn? Ja, Gamage war ein ganz, ganz bekannter Department Store in London, Holborn. Und wenn wir hier auf die Rückseite schauen, dann sehen wir auch sehr deutlich noch den Stempel dazu. A.W. Gamage, Holborn, London, made in Germany. Das ist das Firmenemblem von Arthur Walter Gamage in Holborn, London. Und das ist schon ein Knüller. Vor allen Dingen, weil Gamage war
über die Landesgrenzen hinaus bekannt für seine sensationell schöne Modelleisenbahn und Spielwarensortiment, die er angeboten hat. Auch gab es regelmäßig im Herbst einen tollen Spielwarenkatalog aus dem Warenbestand, der dann pünktlich im Herbst rausgekommen ist, um natürlich die Geschenke für Weihnachten zu sortieren. Wie ihr seht, fehlen hier aber einige Sachen, die wir jetzt mal nachtragen. Ich habe nämlich nachgemessen. Und zwar ist der Sockel 10,5 mal exakt 10 cm breit. Der Kessel ist 8 cm hoch und das Schwungrad hat einen Durchmesser von 65 mm. Wenn ihr jetzt euch das Ganze anguckt, was diese Maschine neben der Bauweise noch so besonders macht, ist, sie verfügt über einen Kupferkessel. Und das ist wirklich eine der schönsten Maschinen, die ich je hier stehen gehabt habe. Die Messingteile mit dem Kupfer zusammen und dann der schwarze Sockel mit der goldenen Linierung ist wirklich ein optischer Leckerbissen. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum diese Maschinen so wahnsinnig teuer gehandelt werden. Also in dem Zustand, laut Katalog, und der ist jetzt auch schon ein paar Tage alt, zwischen 600 und 1000 Euro, die hier fällig werden. Das ist natürlich ziemlich viel Geld für eine so kleine Maschine. Die Maschine gab es natürlich auch noch in der 7er Ausführung. Dann hatte sie auch noch vorne ein Wasserstandsglas mit angebracht. Hier haben wir die 6,5 Version, aber als 6er Maschine bezeichnet. Ohne Wasserstandsglas, dafür mit Ablasshahn, einer Dampfpfeife, dem Sicherheitsventil, einem Dampfabsperrventil, einer Rundschiebersteuerung mit Exzenterscheibe für einen Vorlauf, Vorwärtslauf und einen Rückwärtslauf, ein Öler, die Abdampfleitung und einen kleinen Brenner. Um euch das mal zu veranschaulichen, das hier ist ein Antriebsmodell von Märklin, das ist nämlich die Bohrmaschine und die hat eine stattliche Höhe von 23 cm und was will ich sagen, die ist größer als die Dampfmaschine. Was aber ein absolutes Highlight ist an der Maschine, neben der Bauweise und dem tollen Kessel mit der Optik und dem runden Dampfdom hier oben, ist das Fundament, ist voll aus Guss und sackschwer. Was aber gleichzeitig bedeutet, diese Maschine hat einen wunderschönen, ruhigen Lauf. Was man vielleicht auch erwähnen muss, ist, diese Maschine hat einen Rauchrohrkessel und der Kamin geht durch und durch. Ich bin total happy, dass wir diese Maschine in der Sammlung haben und ich die euch heute in diesem Zustand auch noch präsentieren darf. Ich musste an dieser Maschine genau gar nichts machen. Ja, nicht einmal den Lack fasse ich an. Lediglich der Kessel wurde ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Ich zeige euch mal die Bilder, wie sie hier angekommen ist. Und ihr erkennt schon, hier war wirklich nicht viel Arbeit dran, außer ein bisschen sauber zu machen. Und deswegen bin ich wirklich echt happy, dass wir die heute hier stehen haben. Aber genug der schnöden Worte. Ich würde sagen, das kleine Eselchen, das machen wir jetzt mal startklar. Ich zeige euch jetzt noch mal ein paar Detailaufnahmen und dann starten wir auch mit dem Dampflauf. Thank you.
Ja, dann starten wir mal. Und zwar füllen wir jetzt mal den Spiritusbrenner. Und zwar muss ich hierzu den Spiritusbrenner vorne durchs Entlüftungsröhrchen füllen mit einer Spritze. Das sollte reichen. Und dann lieben Gruß an meinen Freund Thorsten. Ich habe mir jetzt ein Stabfeuerzeug besorgt. Dampföl für die Zylinderschmierung. Das Schöne bei dem kleinen Kessel ist natürlich, das dauert echt nicht lange, bis hier das Wasser heiß ist. Natürlich funktionieren beide Drehrichtungen. Confidentially.
so langsam geht das Spiritus leer. Ist natürlich auch kein großer Brenner. Aber ich finde, das war ein richtig schöner Dampflauf von der Kleinen. Und mir hat es total Spaß gemacht, auch die Historie zu dieser Maschine zu recherchieren. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ihr seid jetzt auch Donkey Engine Fans, wie ich es bin. Und vor allen Dingen bei so einer schönen Ausführung wie dieser hier von Märklin, der 4113-6 von ca. 1913. Ja, ich sag wie immer, bleibt gesund, viel Spaß beim Stöbern und beim Dampfen. Lasst mir gerne einen Daumen oben da. Wer es noch nicht getan hat, auch gerne den Kanal abonnieren. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Okay, einmal mache ich es noch für euch, weil ich genau weiß, was ich sonst euren Kommentaren entnehmen darf. Vielen Dank, Pedro.